Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Conan Exiles, der Funcom Devstream vom 16.11.23. Ich habe mal ein bisschen für euch reingeschaut und versuche jetzt so gut wie es geht die Sachen zusammenzufassen. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Und ja, ich bin immer noch rotzekrank. Aber das soll uns nicht davon abhalten, mal kurz über den Stream zu sprechen und auf so ein paar Dinge einzugehen. Und da kommen wir auch gleich zu der ersten großen Neuerung. Die Belagerung. Diesmal dürfen wir als Spieler ran und dürfen jetzt die gegnerische Festung belagern und angreifen. Ja, wir werden dazu Trebuchets aufbauen. Wir werden die Rammen bekommen. Angedacht ist es für ein bis zwei Spieler, je nach Ausrüstungsstand, mit Zwals auf Level 50 bis 60. Und hier seht ihr auch, in der Savanne wird diese Festung dann stehen und die soll auch über Kapitel 3 hinaus dann stehen bleiben. Und wenn ihr euch dann durchgeprügelt habt durch die Festung, kommt ihr dann irgendwann oben am Ende beim Chef des Hauses an, beim Boss, ja. Und ja, ihr seht schon die Goldhaufen da rumliegen. Es gibt jede Menge Gold einzusacken, was ich, ein paar tausend. Und der Boss kann auch ein Legendary haben, muss aber nicht. Ja, ich denke, könnte ganz interessant werden. Und nicht ganz einfach, überhaupt da dran zu kommen, denke ich mir. Wir werden sehen. Und dann kommen wir auch zur Verteidigung unserer Base zurück. Wir können jetzt die Feuerkessel dann auch Svalz zuweisen, die dann automatisch bei einem Angriff den heißen Teer runtergießen. Und wir haben jetzt bei den niedrigen Mauern die Möglichkeit, die Bogenschützen zuzuweisen. Und sie werden dann auch da stehen bleiben und Gegner auf die Entfernung bekämpfen. Da seht ihr vor dem Bogenschützen schon so einen kleinen Pfeilköcher. Den platziert ihr und dann ist der Bogenschütze dieser Position zugewiesen und wird sich von da auch nicht wegbewegen. Wenn die Gegner natürlich zu nahe kommen, wird er auch nicht mehr auf sie schießen können. Aber zumindest auf die Entfernung können die Bogenschützen jetzt kämpfen und rennen nicht mehr wild durch die Gegend und ja, versuchen Nahkampfangriffe zu machen oder ähnliches. Wie ich finde, eine sehr schöne Neuerung. Und dann kommen wir dann auch zu dem, worauf viele gewartet haben. Das Kamel wird ins Spiel kommen als reitbares Mount. Es ist einfach zu zähmen. Ist also nicht irgendwie aus dem Bazar oder so. Es wird wahrscheinlich Sättel im Bazar geben. Aber erstmal ist es freier Content, den sich jeder schnappen kann. Zur Zeit ist es wohl so, dass die 10 Slots Inventar haben, aber der soll noch erhöht werden auf 15 oder auch 20 Slots. Aber das wird sich dann zeigen, wenn es im Dezember soweit ist. Neue Pets wird es dann auch geben. Einmal sehen wir hier links eine neue Katze und was mich besonders freut als Pet ist dieser kleine Bär und ja, den werde ich definitiv in meiner Base rumlaufen haben. Mein Gott, ist der knuffig. Also bei dem Bär spätestens da hatten sie mich, aber es kommt noch ein anderes riesengroßes Thema. Ich denke, da gehen wir jetzt mal hin. Und zwar die Tavernen. Ja, es geht eigentlich um einen Händler, den ihr zukünftig bei der Purge bekommen könnt. Den Tavernenhändler. Sie waren sich jetzt nicht sicher, auf welcher Stufe der dabei sein kann. Also welche Mindeststufe man haben muss, um den Tavernenhändler zu bekommen. Man muss auch keine Taverne für den bauen. So wie jetzt hier in dem Video, was ich allerdings definitiv tun werde. Dieser Tavernenhändler, den könnt ihr euch überall in die Base hinstellen. Und bei dem könnt ihr halt andere Händler zum Beispiel rekrutieren,
bei denen ihr dann wieder andere Dinge erwerben könnt. Wie ihr schon seht, diesfalls sitzen hier alle. Das ist auch eine der Neuerungen. Ihr werdet demnächst Swals halt Sitzplätzen, Möbeln zuweisen können. Obwohl auch Handwerker, die ihr vielleicht nicht mehr braucht, die könnt ihr dann einfach neben eine Workbench stellen oder auf einen Stuhl setzen oder ähnliches. Ja, das sind die Bilder aus dem Community-Wettbewerb, den es vor einiger Zeit gab. Die gibt es jetzt dann auch kostenlos für alle in-game. Und dann denke ich, können wir jetzt noch mal alles so ein bisschen zusammenfassen. Also wie gesagt, die Veröffentlichung soll am 14. Dezember 2023 stattfinden. Es wird natürlich noch einige andere neue Sachen geben. Es wird neue Bausets im Bazar geben. Ihr werdet weitere Möglichkeiten haben, euch im Bazar für Dungeons auszurüsten, falls ihr das gerne möchtet. Und dann könnt ihr Swals auch nicht nur an Wände ketten, sondern auch in Käfige sperren oder ähnliches. Ja, aber das wird es dann über den Bazar geben. Sie haben auch ein paar Sachen aus dem neuen BL Pass gezeigt, den es natürlich auch wieder geben wird. Ja, ich denke, das ist jetzt nicht so das, was einem vom Hocker haut. Es sind allerdings noch so andere Sachen, über die sie gesprochen haben. Und zwar sollen zukünftig die einzelnen Chapter, die Kapitel von Cold Exiles, die Ages, 4 Kapitel haben. Nicht mehr wie bisher 3, sondern 4, weil sie einfach, sie möchten mehr Zeit haben dafür, weil sie, wie sie sagten, immer wieder Inhalte, die sie eigentlich implementieren möchten, weglassen müssen, weil sie zu wenig Zeit haben. So dass es zukünftig dann halt 4 Kapitel gibt. In welchen zeitlichen Abständen, das werden wir dann sehen. Sie haben auch gesagt, dass sie an vielen Sachen, wo die Spieler darauf warten, dass sie da immer noch dran arbeiten, dass sie die Sachen nicht vergessen haben. Es wird auch noch weitere Inhalte geben für die Säuberung. Es soll da zukünftig Spezialstufen geben, was auch immer das bedeutet, ich weiß es nicht. Sie arbeiten daran, dass man Swals Begleiter zukünftig wiederbeleben können soll. Sie arbeiten an den Fatalities, Finishern für Charaktere, also den, weiß ich nicht, den letzten Schlag, den Todesschlag. Was auch immer das heißen soll. Ja, was gab's noch Neues? Habe ich noch irgendwas vergessen? Ja, wir greifen natürlich mit Ballisten an und nicht mit Trebuchets, wie ich vorhin im Video gesagt habe. Aber ich glaube, das war's im Groben und Ganzen. Sollte mir noch was einfallen, werde ich es nachreichen, aber ich denke, ich habe die wichtigsten Sachen abgehandelt. Ich werde euch natürlich den Originalstream verlinken, wer sich den noch mal angucken möchte. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.